Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Spooktober-Video, das heißt ein Video über Horror und Grusel. Heute möchte ich euch Horror-Geheimtipps zeigen, das heißt Bücher, die entweder schon lange in Vergessenheit geraten sind oder allgemein Bücher, die nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Und ich finde, das sollte sich auf jeden Fall ändern und deswegen möchte ich mit diesem Video die Bücher so ein bisschen wieder in die Öffentlichkeit rücken. Ich habe mir jetzt jeweils zwei Jugendgeschichten ausgesucht und zwei Horrorgeschichten für Erwachsene. Und ja, ich denke, das reicht erstmal für das Video. Ich hätte zwar noch andere gehabt, die so vielleicht als Geheimtipps zählen würden, aber entweder habe ich die schon in den letzten Videos so ein bisschen euch vorgestellt oder gezeigt, oder ich möchte die für andere Videoideen noch aufbewahren. Und ich denke, sonst wäre das auch ein bisschen zu lang geworden und kürzeres Video wäre ja auch mal schlecht so auf meinem Kanal, ne? Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ihr seht es hier schon an der Minutenanzeige. Ich weiß es noch nicht, ob ich es diesmal hinkriege. Wir werden sehen. Ich fange an mit einer Jugenddilogie, die mittlerweile auch nicht mehr neuwertig zu erstehen ist, sondern nur noch gebraucht. Aber ich finde, es lohnt sich. Und zwar sind das diese beiden hier, das Buch der Toten Tage und bei Einbruch der Nacht von Markus Sedgwick, wenn er denn so ausgesprochen wird. Ihr könnt es ja hier lesen. Und zwar dreht es sich hier um Boy. Boy ist Assistent des mächtigen und düsteren Magiers Valerian, der immer schon sehr bösartig und übellaunig war, aber jetzt wird es immer stärker. Und Boy vermutet, dass irgendwas dem Magier Angst macht und er findet irgendwann heraus, dass er sich tatsächlich mit einer bösen, düsteren Macht eingelassen hat und er nun, ja, auf jeden Fall in Gefahr steckt und nur das Buch der Toten Tage kann ihm jetzt noch helfen und Boy muss ihm natürlich helfen, dieses Buch zu finden und es geht auf Friedhöfen, in Katakomben und ja, sehr, sehr eisigen Zeiten. Also es ist durchaus sehr atmosphärisch. Was genau passiert ist, weiß ich gar nicht mehr im Detail, weil das ist wirklich schon bestimmt 15 Jahre her, dass ich diese Bücher gelesen habe, aber sie sind immer noch in meinem Regal. Das heißt, ich habe sie in guter Erinnerung und möchte sie auf jeden Fall irgendwann nochmal lesen und hoffe, dass sie mir dann genauso gut gefallen. Oder ja, kann natürlich auch sein, dass ich enttäuscht bin, weil ich jetzt als etwas erfahrener Leser darauf gucke. Aber ich denke, wenn es so einen nostalgischen Faktor hat, dann sieht man eh anders auch nochmal auf die Bücher. Aber ich denke, dass ich sie euch auf jeden Fall reinen Gewissens euch hier vorstellen kann. Ich habe sie bisher nirgendwo gesehen, bis letztens auf Lenas Kanal, und zwar Expecto Booktronum. Ihr kennt sie sicherlich. Sie hat auch diese Bücher vorgestellt und gesagt, dass sie eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätten. Und ja, das unterstütze ich auf jeden Fall und deswegen zeige ich euch sie hier nochmal. Wir bleiben jetzt erstmal bei der Jugendliteratur und auch dieses Mal ist es ein Zweiteiler, den ich euch vorstellen möchte, von einem Autoren, der durchaus bekannt ist in der Kinder- und Jugendliteratur. Ich glaube unter anderem für seine Fledermaus-Reihe. Es ist halt eine Fantasy-Reihe, wo er aus der Sicht von Fledermäusen die Geschichte erzählt. Und diese Dilogie, die ich euch jetzt vorstellen möchte, ist aber, finde ich, ein bisschen untergegangen, was ich ungerechtfertigt finde. Und deswegen haben sie jetzt ihren Platz in diesem Video gefunden. Und zwar ist das Düsteres Verlangen und ein dunkler Wille, die wahre Geschichte des jungen Viktor Frankensteins. Ja, hier hat der Autor einen Horrorklassiker genommen und dazu sozusagen ein Prequel geschrieben, die Jugend des Viktor Frankensteins aufgezeigt. Wir treffen hier auf Viktor und Konrad Frankenstein. Die sind Zwillinge und stehen sich wirklich sehr nah, wie es nur bei Zwillingen der Fall sein kann. Und einzig Elisabeth, ihre Freundin, steht so ein bisschen zwischen ihnen, weil beide sich so ein bisschen in sie verguckt haben und sie so ein bisschen um ihre Aufmerksamkeit konkurrieren. Aber auch das kann nicht so richtig ihre, ja, die Harmonie so zerstören. Was allerdings die Harmonie zerstört, ist, dass Konrad an einem unheilbaren Fieber erkrankt und bald sterben wird. Das möchte Viktor Frankenstein überhaupt nicht auf sich sitzen lassen und er würde alles tun,
um Konrad zu retten. Und er findet in einer geheimen Bibliothek ein Buch, wo von einem Elixier die Rede ist, und zwar das Elixier des Lebens. Und dieses Elixier verspricht, jeden an Leben halten zu können. Und er sucht nun die Zutaten zusammen, die natürlich nicht so einfach sind zu finden. Allein das schon ist ein großes Abenteuer. Aber je mehr und mehr er sich in diese Welt der ja, verschiedenen Elixiere und der Alchemie verstrickt, merkt er, dass die Macht über Leben und Tod Viktor in ihren Bann zieht und ja, ihn so ein bisschen besessen davon macht. Und im zweiten Band geht es dann in Traumwelten, so viel sei gesagt. Beides fand ich unglaublich atmosphärisch und cool gemacht auf diesen großen Frankenstein-Anwesen, wo die beiden aufwachsen. Und ja, viel Abenteuer dabei. Und im zweiten Band wird es halt noch ein bisschen fantastischer, was mir auch wirklich sehr gut gefallen hat. Auch diese Bücher könnte ich mir vorstellen, nochmal zu lesen. Hier ist es nicht ganz so lange her, dass ich sie gelesen habe. Und ich finde sie erstmal echt cool aufgemacht und wie gesagt auch wirklich gut geschrieben, dass das nicht so eine typische Jugendbuchgeschichte ist. So, jetzt kommen wir zu den Erwachsenen-Horrorromanen. Ich habe mir hier zum einen die letzten Tage des Jack Sparks rausgesucht von Jason Arnab. Hier steht Horror-Thriller drauf. Ich finde, es ist insofern passend, weil es schon irgendwie eine sehr moderne Mischung ist. Also wir haben hier klassische Horrorelemente, die mit ja, modernen Themen verwoben werden in unserer heutigen Zeit. Wir treffen hier auf Jack Sparks. Er ist Journalist und ja, Bescheidenheit, Respekt und Anstand ist ihm völlig fremd. Er geht über Leichen für seinen Job und ist da auch sehr, sehr extrem unterwegs. Sein nächstes Projekt wird sein, dass er das Paranormale widerlegen möchte. Er möchte sich ganz viele Themen raussuchen, die er halt entlarvt und das alles auf seinen sozialen Netzwerken stellen und sozusagen seinen Zuschauern zeigt, es gibt nichts Paranormales. Ihn regt das total auf, dass immer noch Leute daran denken und daran glauben. Ja, und er fängt an, in Italien bei einem Exorzismus teilzunehmen und das verstört ihn leider schon gleich zu Anfang sehr. Und seit diesem Exorzismus scheint er irgendwie verfolgt zu werden und er weiß nicht mehr so richtig, was er glauben soll und was nicht. Außerdem taucht auf einmal ein seltsames YouTube-Video auf seinem Kanal auf, was er selbst nicht gefilmt hat. Er kennt es nicht, aber er ist der Einzige, der dieses Video hochladen hätte können. Und er glaubt, dass er gehackt wurde und möchte sich natürlich rächen. Er hat hier vorne in der Klappe, sieht man, was er für Notizen aufgeschrieben hat zu diesem Video. Füße, Beine schwarz. Ein- und Ausblende, seltsam, dunkler Raum, Keller, etwas auf den Boden, Mensch, dreht sich langsam um, kommt um die Ecke und dann ah! Ja, also das Ganze ist schon echt cool aufgemacht. Erstmal, weil wir eben diesen Journalisten haben, der ja irgendwie doch durchaus ein Anti-Held ist, weil er sehr unsympathisch ist, sehr egozentrisch ist und trotzdem ja, leiden wir mit ihm, weil er ja durchaus jetzt hier verfolgt wird und es ist sehr spannend. Dann finde ich die Schreibweise sehr interessant, weil wir das eben aus seinen Tagebüchern herauslesen, beziehungsweise aus seinen Notizbüchern, weil wir lesen sozusagen seine Notizen für sein Buch, was er über dieses Projekt schreiben möchte. Er möchte halt wieder darüber schreiben, wie er eben das Paranormale widerlegt. Und es ist noch nicht die fertige Version, sondern eben seine Notizen. Und wir lesen hier auch E-Mail-Verkehr und auch, was gestrichen werden soll. Und mit seiner Agentin hat er Kontakt, denn dieses Buch ist im Nachhinein, nach diesem ganzen Vorfall, nach den letzten Tagen eben seines Lebens ist von seinem Bruder veröffentlicht worden, zusammen mit dem Verlag, mit der Agentur, mit der er zusammengearbeitet hat. Und somit sind ja eben seine rohen Notizen unbearbeitet hier reingeschrieben worden. Man weiß nachher nicht mehr so richtig, wer lügt
Und wer erzählt die Wahrheit? Denn wir bekommen hier mehrere Kommentare, auch vom Bruder erzählt oder auch von der Agentin, die so ein bisschen eben erklärt, was hier der Fall war. Und ja, ist es ein unzuverlässiger Erzähler oder möchte jemand anders hier uns etwas vormachen? Es gibt am Ende dann auch noch mal einen Twist. Sehr intelligent und modern erzählt eben in dieser sozialen Medienwelt und dann auch noch in diese Tagebuch-E-Mail-Verkehr-Form gepackt. Und trotzdem hat es eben klassische Züge mit Exorzismus, mit Geisterbeschwörung und so weiter und so fort. Hat mir Spaß gemacht. Es gab so eine kleine Durststrecke in der Mitte, aber dann ging es wieder weiter, hat mir dann wieder Spaß gemacht und besonders das Ende hat mir dann wieder sehr gut gefallen. Ja, eine interessante neue Mischung, so ein bisschen frischer Wind in das Ganze reingebracht. Und trotzdem hat das Buch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, was ich schade finde. Ich habe aber im Netz, auf mehreren Blogs durchaus auch positive Rückmeldungen dazu gehört. Also, dass es jetzt schlecht ist, daran kann es eigentlich nicht liegen, dass es so wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Kann ich euch nur empfehlen, da mal reinzuschauen, wenn ihr ja, vielleicht schon viel gelesen habt, was klassisch war und vielleicht ein bisschen was Neues braucht, mal ein bisschen frischen Wind. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Lieblingsbuch von mir. Da habe ich tatsächlich auch schon mal eine Rezension zu gedreht. Ich hatte, als ich angefangen habe mit YouTube, öfter mal so Geheimtipp-Videos gemacht, wo ich jeweils ein Buch vorgestellt habe, was mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Und da war dieses Buch hier auch dabei. Aber es ist jetzt wieder schon so lange her, so viele Jahre, dass ich finde, dass man das jetzt wieder in einem neuen Video schon zeigen kann. Und zwar ist das Silenus von Robert Jackson Bennett. Ich liebe das Cover, diese Sepia-Farben und dann dieses stechend blaue Auge, was unter diesem Hut hervorleuchtet. Richtig cool gemacht. Es geht hier um eine Schaustellertruppe, um Silenus. Das ist sozusagen der Anführer der Truppe, der Theatergruppe und deren Aufführungen sind legendär. Seltsam ist nur, dass sich die Zuschauer danach nicht mehr daran erinnern können. Sie wissen nur, dass das unglaublich war, dass es sie geflasht hat und alle wissen, dass diese Theatergruppe sehr, sehr berühmt ist und sehr mysteriös, weil sich eben keiner so richtig daran erinnern kann. Dann treffen wir auf unseren Protagonisten, der seinen Vater sucht und er vermutet eben, dass es Silenus ist, der Anführer der Truppe und er reist diesen eben hinterher, was nicht so einfach ist, weil sie eben ja, wenig Spuren hinterlassen und er möchte herausfinden, ob das sein Vater ist. Ja, wir haben hier sehr viele gruselige Elemente, unter anderem gruselig fand ich zum Beispiel den Marionettenspieler, wo die Marionetten kleine blutrünstige, fleischessende Wesen sind, die sich nachts auch gerne mal ja, selbstständig machen. Die fand ich zum Beispiel sehr gruselig. Es hatte aber auch viel Magisches und sogar, was mich sehr überrascht hat, auch Philosophisches. Also fantastische Einschläge waren hier auch dabei. Ich weiß, dass es nicht allen gefallen hat. Also es gibt welche, die hier auch auf BookTube unterwegs waren, die das gelesen haben und es nicht gut fanden. Ich fand es aber grandios, weil es was ganz anderes war, was Neues und mich hat das gegruselt, mich hat es verzaubert und ich fand es auch cool gemacht. Es gab coole Figuren, verschiedenste Charaktere und auch Silenus selbst ist kein Held oder kein großer strahlender Typ, sondern schon eine zwielichtige Gestalt. Und ob er nun der Vater ist oder nicht, das müsst ihr dann hier in diesem Buch erfahren. Ich muss es auf jeden Fall nochmal lesen. Es ist schon wieder viel zu lange her. Ich bezeichne es als eines meiner Lieblingseinzelbücher und habe es nur einmal gelesen. Das geht so nicht. Es gibt hier auch zum Beispiel so graue Herren, die mich auch so ein bisschen an Momo erinnert haben. Und ich finde schon auch, dass es so ein bisschen in diese philosophische Richtung irgendwie abdriftet an manchen Stellen, was da irgendwie dahinter steckt. Vordergründig ist es dann eher Horror, aber hinterher auch noch so ein bisschen, ja, philosophisches, tiefgründiges. Ich kann es nur euch ans Herz legen.
auch hier wieder, wenn ihr etwas Besonderes wollt, wenn ihr nicht so das 0815 Buch lesen wollt, was auch mal schön sein kann. Ich meine, ich liebe Spukhausgeschichten, das ist ja auch nun mal das klassische Motiv schlechthin in der Horrorliteratur und ich liebe das. Aber manchmal muss es halt auch dann was Besonderes sein. Bei dieser Ausgabe finde ich halt auch cool, dass es so zerfledderte Seiten sind, die unterschiedlich lang sind. Ziemlich cool gemacht. Ja, das war das vierte und letzte Buch, was ich euch in diesem Video vorstellen wollte. Ich hoffe, ihr kanntet die Bücher noch nicht, dass es tatsächlich für euch Geheimtipps waren. Ich hoffe allerdings auch, dass einige es doch kennen, weil ich will ja gerade, dass diese Bücher Aufmerksamkeit bekommen. Spätestens jetzt, wenn ihr das Video gesehen habt, dann habe ich euch sie jedenfalls einmal in Erinnerung gerufen und vielleicht schaut ihr euch sie ein bisschen näher an. Ich kann verstehen, dass nicht jedes Buch jedem gefällt. Gerade weil es eben Geheimtipps sind, sind sie meistens halt auch ein bisschen spezieller und dann ist es eben nicht was für die breite Masse. Schreibt mir alles in die Kommentare, was ihr zu diesen Büchern zu sagen habt, ob ihr die schon gelesen habt und dazu euren Senf dazugeben wollt. Auch wenn ihr sie schlecht fandet, könnt ihr gerne auch mitteilen, warum und weshalb ihr sie nicht gemocht habt oder eben, ob ihr die gleiche Meinung habt wie ich oder ob ihr jetzt einfach neugierig auf diese Geschichten geworden seid. So, jetzt muss ich es aber nicht weiter in die Länge ziehen hier. Ich wünsche euch jetzt noch eine schaurig schöne Lesezeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.